Erdbeerland von Gerold Ammann aus Koblach gibt es bereits seit vielen Jahren die Möglichkeit, sich seine Erdbeeren selbst zu pflücken. Dabei spart man sich nicht nur Geld, sondern kann die Früchte auch während der Arbeit genießen. Sibel und ihre Kinder nutzten die Möglichkeit heuer zum ersten Mal. Wir sind gerade zum ersten Mal da, haben gesagt, fahren wir schnell rum. Holen wir es gleich ein bisschen, dann machen wir für uns selber, da haben wir Marmelade, für uns, für Kinder. Deswegen sind wir halt gekommen. Ja, jetzt sind wir gerade fertig, jetzt können wir gerade heimkommen und weitermachen. Auch für Ingrid und ihre Tochter Annika ist es heuer der erste Besuch im Erdbeerland. Ja, heuer schon. Aber ich habe früher hier gearbeitet und habe für die Firma Ammann gepflückt, stundenweise. Eine Frau vom Fach also, und als solche hat sie bestimmt einen guten Tipp. Man sollte alle pflücken, also das Grüne sollte noch dran sein, mit den Fingernägeln sollte man es abpflücken. Das Grüne bleibt dran. Das gehört dazu, ja, sonst faulen sie sehr, sehr schnell. Die Halbzeit im Erdbeerland ist bereits überschritten, denn heuer begann die Saison der süßen und Vitamin C reichen Frucht etwas früher. Heuer war es jetzt eine Woche früher, wegen der heißen Temperaturen. Aber sonst ist so Ende Mai, Anfang Juni ist Beginn und so 3 Wochen läuft es normal, 3 bis 4 Wochen je nach Witterung. Auch wenn das Wetter nicht ideal mitgespielt hat, ist der Landwirt mit seiner heurigen Ernte zufrieden. Also angefangen hat es recht gut, bis auf letzten Samstag die häufigen Niederschläge und es nicht ganz so gut da. Aber sonst im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Gerold Ammann rechnet damit, dass die Erdbeerzeit noch bis nächste Woche anhalten wird. Und Erdbeeren sind noch vorhanden. Ja, ist schon ziemlich was dran noch, aber es geht schon langsam selber. Und wie schaut es eigentlich preislich aus im Erdbeerland? Ja, preislich Selbstpflücke ist halt 2,50 momentan und die gepflückten sind 3,60. Und welcher Stundenlohn ergibt sich dadurch für die Durchschnittspflücker? Je nach Leistung vom Kunden. Für Profis wie Ingrid eine lukrative Arbeit. Ihr Ertrag? Circa 6 bis 7 Kilo. Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Viertelstunde. Mit der tatkräftigen Unterstützung? Ja, von der kleinen Annika. Wenn man so viele Erdbeeren hat, braucht man natürlich ein Rezept für die Marmelade. Wir haben bei Sibel nachgefragt, wie sie ihre Marmelade kochen wird. Ich habe so nicht gemacht, ich probiere es einmal, keine Ahnung. Aha. Ich habe so nicht Marmelade gemacht, ich werde es jetzt alle zum ersten Mal machen. Okay. Ich gehe da will im Internet, schaue ich mal, wie man es macht und probiere es halt zu Hause. Na dann, gutes Gelingen.